Schriften also. Wollen wir doch mal sehen, wie sich das so anfühlt hier. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Hört mal zu. Was geht euch das an, ein dahergelaufener Straßenköter? Sagt nichts, was ihr bedauern werdet. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Großmaul, das sich in ihre Angelegenheiten einmischt. Die Schwarzdorn-Familie. Und wer soll die Schwarzdorn-Familie denn sein, hm? Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Das ist aber schön. Warum sagt ihr mir nicht einfach, was ihr wisst, auf kostenlose Art und Weise, bevor ich euch vielleicht ein paar Gliedmaßen abnagen muss? In Ordnung. Wollen wir es nicht übertreiben. Also, was wollt ihr wissen? Also. Was könnt ihr mir über diese Diebesgilde erzählen? Macht ihr Witze? Mein Bruder Heuler arbeitet in ihrem Versteck. Ich war selbst mal dabei, hab dann aber bei Maven angefangen, nachdem es mit der Gilde bergab ging. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht mit Brynjolf auf dem Marktplatz. Jemanden wie euch könnte er sicherlich gebrauchen. Ist das so? Gut. Wir sehen uns. Ja. Ich habe kein Interesse für irgendwelche Idioten zu arbeiten. Wo ist eigentlich Dings hin? Eola hin? Oh, sie wird wohl schon kommen. Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig und mit dem Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen. Nun gut. Das weiß ich. Aber woher hätte ich wissen sollen, dass die Lieferung gestohlen werden würde? Posaunt eure Pläne nächstens nicht so heraus, dann wäre nichts passiert. Was? Wollt ihr mir sagen, dass ihr es geraubt habt? Warum? Warum tut ihr mir das an? Hört zu, Shadre. Letzte Warnung. Zahlt, sonst werdet ihr was erleben. Hauptsache, ich bekomme das Gold. Alles andere ist euer Problem. Komisch. Der Herr? Was wollt ihr? Ich bin ein ganz normaler und unauffälliger Reisender auf dem Weg durch die Stadt. Ich habe gehört, ihr steckt in irgendwelchen Schwierigkeiten. Ich schulde jemandem viel Geld und ich glaube, man hat mich betrogen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Dann weiht mich doch mal in die Einzelheiten ein. Wenn Schwierigkeiten heißt es, dass man Köpfe spalten kann und dass es immer etwas zu... Ich meine natürlich, was zu erledigen gibt. Und meine Begleiterin zu eurer Rechten kennt sich damit sehr gut aus. Ich habe mit den Ställen in Weißlauf ausgehandelt, dass sie mir Sattel und Zaumzeug verkaufen. Ich habe von Saphir Gold geliehen, um die Lieferung zu bezahlen. Aber es wurde gestohlen, bevor es ankam. Jetzt will Saphir ihr Geld zurück. Und ich glaube, wenn ich es ihr nicht gebe, bringt sie mich um. Ich habe einen guten Tag heute. Ich werde euch helfen, eure Schulden zu bezahlen. Wirklich? Ach, ich danke euch. Gut. Seid bei Saphir auf der Hut. Sie umgibt sich mit allen möglichen unangenehmen Gestalten. Dann suchen wir dann später mal dieses Saphir. West. Unser Fleisch ist garantiert sauber und frei von Felsenhaxe. Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Sag mal, wer seid ihr eigentlich, um wie so ein dahergelaufener Bastard zu mir zu kommen und mir irgendwas zu unterstellen? Ihr besitzt zwar Geld, habt davon aber nicht einen Septim mit ehrlicher Arbeit verdient. Das kann ich sehen. Sag mal, mein Vermögen geht euch gar nichts an. Ich habe es
ehrlich von den Leuten abge... Ich meine natürlich ehrlich erwirtschaftet. Oh, das stimmt aber nicht. Geld ist mein Geschäft. Vielleicht hättet ihr gerne eine Kostprobe. Und woran habt ihr dabei gedacht, Freundchen? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Und was soll ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Sag mal. Sehe ich aus wie ein normaler Dieb, der irgendwo im Dreck lebt? Ich breche die Gesetze nicht, außer es lohnt sich. Und hier lohnt es sich definitiv nicht. Tut mir leid. Ich habe normalerweise einen guten Riecher für so etwas. Kein Problem. Kommt wieder, wenn ihr eure Meinung ändern solltet. Was ist das denn für eine? Ah, Iola. Ihr seid ja doch mitgekommen. Wo ist Diegen hingegangen? Lebt tausende von Jahren. Lest die Gedanken anderer Menschen. Frisches Fleisch und Gemüse. Greift zu, solange der Vorrat reicht. Wir wollten ja eigentlich mehrere Sachen. Erstmal verkaufen und entzaubern. Normalerweise ist er hier in den jarlischen Palästen. Kann man all die magischen Gegenstände... Na, da gehe ich nicht freiwillig rein. Nicht nach all dem, was sie mir angetan haben. Wer ist das? Na gut, ja. Nein, in diesen dreckigen Tempel dieser Schlampe setze ich keinen Fuß freiwillig rein. Also Festung Nebelschleier. Haben unsere Kundschafter neue Informationen zu diesem... Hier werden wir über was, Nebra? Sehr schön. Ich hatte euch ja ein paar Sachen noch gegeben. Weiß ich auch nicht. Ihr sollt mir das ganze Sachen zum Entzaubern geben. Gib mir das auch mal. Das müsste es sein. Gut. Ja. Wir wollten ja mal dafür, dass es einen Notfallplan gibt, der eintritt, wenn Rifton angegriffen wird. Entzaubern. Ja, meine Damen. Ich habe mir außerdem... So. Wollen wir doch mal sehen. Dann die... Wenn Rifton fallen sollte, ist... nur gerecht, dass ein Anführer... Der Ring der Beute. Haben wir hier... Störungszauber. Sehr schön. Das müsste wohl mal alles gewesen sein, was wir haben. Sehr schön. Solange ihr keine Gifte braut, die uns alle töten. Noch mal sehen. So viel Geld habe ich auch wieder nicht. Müsste mal all die Sachen verkaufen. Ihr habt hier aber auch Sachen. Die Dame. Hatten wir einen Termin? Nein. Ging es um eine Lieferung? Ich kann mich nicht erinnern. Hört mal auf. Hört mal. Hört mal zu. Ich bin nicht hier, um irgendwelche Spielchen zu spielen. Ich bin hier, Sachen zu kaufen. Also hütet eure Zunge, bevor ich mich vergesse. Und ich liebe es, mich zu vergessen. Ich kriege dann so schöne, große, breite Schultern davon und ein mit Klauen besetzte Hand und einen Mund mit Zähnen, der sich durch euer Fleisch bohrt. Deswegen, ich bitte euch inbrünstig darum, helft mir, mich zu vergessen. Aber kommen wir zurück zum Geschäft. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Ich wollte mal sehen, was ihr da zu verkaufen habt. Das Kette der Alchemie. Wiederherstellungszauber.
Besser nicht. Wollt ihr ja verkaufen. Die blaue Robe könnt ihr mal haben. Goldring. Kette. Ganzen Ringe. Ich die mal los bin. Die Vampirrüstung brauche ich auch nicht. Die Rolle hier. Und noch etwas, was ich euch verkaufen kann. Die Seelensteine brauche ich selber. Lasst mal sehen, was ihr so zu verkaufen habt. Skylight. Eisenhaut. Ich frage mich. Ob das stärker ist als das, was ich. Lass mal mich mal schnell bei mir nachsehen. Eisenhaut. Ich glaube, ich hatte Steinhaut. Ach, wir kaufen's mal. Ist zwar wieder ein Vermögen gekostet, aber das sollte es sein. Ich danke. Also, wo hatte ich doch gleich diese Spinnen hingelegt? Mir doch egal. Kein Schabernack treiben, Eola. Wir sind hier auf Durchreise. Also, dann wollen wir doch mal sehen. Was hatte ich für? Ich hatte Steinhaut. Und ich hatte Eisenhaut gekauft. Sollen wir doch mal sehen. Ist das das Stärkere von beiden? Steinhaut. 60. 80 Punkte. Ja, das können wir dann später uns noch einverleiben. Dann haben wir also noch weitere Sachen. Das kann ich leider nicht. Meine Göttin, es wird Zeit. Es wird Zeit. Gut, ihr scheint mir Waffen und Rüstungen zu kaufen. Wollt ihr etwas kaufen oder seid ihr nur zum Trainieren gekommen? Wenn nicht, dann verschwindet. Ich brauche. Zuerst mal möchte ich euch gerne was verkaufen. Seht es euch an. Also, Lederhemd der Stimme. Ah. Sonst nicht gerade etwas, womit man groß dienen kann. Aber ich kann hier mal das bemalte Schild loswerden. Die Lederrüstung, die ich nicht mehr. Genau. Lederrüstung benötige ich ja auch nicht mehr. Ein Pelzhelm, die Pelzstiefel auch nicht. Kauft ihr auch Waffen? Sehr schön. Das brauche ich nicht. Das behalte ich mal noch. Dolch könnt ihr haben. Spitzhacke behalte ich auch mal. Behalte ich alle mal. Gift brauche ich nicht. Alkohol. Seit wann habe ich denn Alkohol dabei? Weiß nicht, wo man den jemals gebrauchen kann. Ja, Resistenz. Was haben wir da? Eine Stärke. Der Tarnung. Berserker des Heilers, des Volltreffers, des Waffenschmieds. Den Rest behalten wir doch mal. Ist noch etwas, was ich euch. Ah, die Amethysten. Könnt ihr mal alle haben? Drachenknochen. Die halte ich besser noch. Den Granit, aber könnt ihr den markenlosen Granit. Die Rubine, alles eh nicht gebrauchen. Silberbarren, Silbererz. Mammutstoßzähne.
Wir behalten mal 3. Sehr schön. Das soll es mal sein. Dann habe ich gehört, ihr trainiert einen noch in leichter Rüstung. Das ist genau das, was ich brauche. Ich werde euch zeigen, wie ihr euch wirksam schützen könnt und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt. Das ist aber schön. Ich habe zu danken für die Lehrstunde. Und wenn wir schon mal dabei sind, ich habe gehört, ihr habt Probleme mit Geld. Vielleicht kann ich euch dabei helfen. Ist das euer Ernst? Ich habe diesen Müll schon in ganz Himmelsrand verkauft und komme gerade so über die Runden. Für einen Händler muss es doch gerade sehr, sehr gefährlich auf der Straße sein, nicht wahr? Seitdem der Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Heben wir unseren Krug auf Ulfric, den zukünftigen König von Himmelsrand und den Mann, der den Arbeitern die Armut bringt. Nicht schlecht. Sucht ihr Arbeit? Vielleicht könnt ihr mir helfen. Möglicherweise. Wobei braucht ihr Hilfe? Ich brauche jemanden, um Vorräte zu kaufen. Vorräte? Bin ich also zum Brotenjunge degradiert? In Ordnung. Ich werde euch helfen. Danke. Bringt es mir einfach zurück. Ich kann euch bezahlen. Und was genau soll ich euch denn besorgen? Hoffentlich nichts Verbotenes, nicht wahr? Ihr solltet doch keine Fragen stellen. Bringt es mir einfach zurück. Exotische Zutaten. Ihr bekommt ein Riese zu Stau. Kauf und Verkauf edler Schmuckstücke. Die Leute hier sind alle so freundlich zu mir. Oh, eine Bettlerin. Bitte. Bitte, ich brauche nur einen Septim. Kein Problem. Ein Septim ist alles, worum ich bitte. Lady Namira hat... Ist das denn so schlimm? Nein, natürlich nicht. Lady Namira hat euch im Blick. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Es ist mir stets ein Vergnügen. Natürlich. Also, wir sollen also dieses Saphir sollten wir finden, oder? Ich mal schauen, ich habe mir das ja alles aufgeschrieben. Das sollen wir. Und mit Saphir. Lass mich mal auf der Karte sehen. Na super. Und das ist alles in Windhelm da drüben. Na gut, dann wollen wir doch zuerst mal mit dieser Saphir sprechen. Bürger von Rifthorn, höret meine Worte. Ich glaube, die war hier irgendwo. Dies ist eines der Zeichen. Ein Zeichen für Lady Maras Unzufriedenheit mit eurer ständigen Trunkenheit. Würdet ihr einer Dame ein Getränk bestellen? Lasst üblen Flüssigkeiten ab und nehmt die Lehren der Dienerin von Kühne an. Nein, nein, Mara mal. Wir haben darüber gesprochen. Talen? Kerava, wir können uns doch sicher irgendwie einig werden. Diese Leute müssen sich des Chaos bewusst werden, das sie gesät haben. Genug, Maramal. Wir haben genug über die Drachen und ihre Rückkehr gehört. Ihr müsst sie nicht als Ausrede missbrauchen, um unsere Kunden zu belästigen. Wie ihr wollt, Talen. Ich werde diese Höhle des Frevels verlassen. Wir werfen euch nicht raus. Aber lasst die Predigten im Tempel und uns hier in Frieden sündigen. Wenn ihr Münzen habt, seid ihr am richtigen Ort. Setzt euch doch. Dieser Laden hier wird mir von Tag zu Tag sympathischer. Ihr müsst wohl diese Saphir sein, nicht wahr? Ja? Was habt ihr für ein Problem? Es könnte Probleme geben, wenn ihr mich weiter so ansieht. Ich möchte mit euch über Shadis Schulden sprechen. Ich wusste, dass der dumme Junge eine Möglichkeit finden würde, sich aus seinen Schulden zu stehlen. Das ist doch ganz einfach. Ich habe ihm etwas Gold geliehen, er hat versprochen, es mir zurückzuzahlen und nun sagt er sei blank. Das ist schon alles. Wir wissen beide, dass das ein abgekatertes Spiel ist, meine Dame. Ich bin nicht gerade erst gestern auf die Welt gekommen. Das ist mir egal. Geschäft ist Geschäft. Immer ist es Gewalt. Immer Gewalt.
Erlasst ihm die Schulden. Oder ihr antwortet mir. Schon gut, immer mit der Ruhe. Ich weiß nicht, warum euch so viel an einem Fremden liegt, aber einen Kampf ist es nicht wert. Sagt Chadre, ich vergesse seine Schulden. Das wird mir eine Lehre sein, zu versuchen, in dieser Stadt etwas zusätzliches Geld zu verdienen. Wahrscheinlich schon. Immer muss es Gewalt sein. Gewalt, Gewalt, Gewalt. So, wo ist dieser Chadre denn hin? Edelsteine, Tränke, exotische Zutaten. Hier bekommt ihr sie. Verpasst die Gelegenheit nicht. Kauft eine Flasche meines echten Falmerblut-Elixiers. Falmerblut? Wo ist der denn hin? Ah, bei den Wo ist denn dieser Chadre hin? Ja, jetzt muss ich den auch noch suchen hier. Irgendwas von den Stellen hat er, glaube ich, gesagt. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir ihn dort finden. Ich bin schon wieder mit der Diebes... Müsste der wohl hier irgendwo sein? Ah, hier ist er doch. Sehr schön. Schade. Wart ihr bei Saphir erfolgreich? Natürlich, ihr seid bei der Dame nichts mehr schuldig. Bei den Acht? Ihr habt sie tatsächlich dazu gebracht? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kinderspiel. Ich dachte, es würde niemanden in Rifton kümmern, was aus mir würde. Hier, das habe ich gespart, aber ihr sollt es bekommen. Ich dachte, ich würde es brauchen, falls Saphir hinter mir her wäre, aber ich brauche es nicht mehr. Super. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Ja. Möge Namira über euch wachen. Ich hab zu danken. Es wird langsam schon wieder dunkel. Und es hat keinen Sinn, in der Dunkelheit hier umherzuwandeln. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Verpasst die Gelegenheit nicht. Kauf eine Flasche meines echten Falmerblut-Elixiers. Nur 20. Ich frage mich, sollten wir einkehren oder weitermachen? Kauft Rüstung und rettet euer Leben. Da keiner weitere Rüstung bekommen. Wo geht's eigentlich hier lang? Schmuckstücke wie nur die legendären Augusten. Geht's nach draußen? Kauft echtes Falmerblut-Elixier. Müsst das hier mal ein bisschen noch untersuchen. Ah, hier kommen die Schiffe rein. Ich rate euch, dem Gerede der Gesichtsformerin in der zersplitterten Flasche kein Gehör zu schenken. Ja, ja, mach ich auch nicht. Gehört habe, wäre Gesichtsmetzgerin. Schwarzdorn. Easy. Hier gibt es schönsten Schmuck und erlesene Edelsteine. Wo geht's hier ran? Scheint mir eine Art Hafen zu sein. Ja. Seit mein Mann die Religion für sich entdeckt hat, scheint es ihm weniger wichtig zu sein, was ich mit unserem Geld mache und was ich den ganzen Tag lang tue. Mir soll es recht sein. Ja. Schwarzdorn. Was haben wir hier? Ah, hier scheint irgendwas mit Fischen. Sieht aus wie ein Fischer? Was haben wir hier? Da kommen nur Schiffe an. Ist das 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 ist die Schwarzdornbrauerei, oder? Ja. Everyone is so focused on how sharp a sword is, but all I care about is the ring during the fight. Was haben wir hier?
Das Lagerhaus, hier kommen wir nicht rein. Scheint es auch nicht weiter zu gehen. Ist das alles hier, was wir hier vorfinden? Die Graubärte haben das Drachenblut nach Hochotka gerufen. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten. Scheint so zu sein. Hier scheint es wohl nichts zu geben, was von Bedeutung ist. Naja. Wir müssten ja noch diese Vorräte für die Jungen. Zum Tiger im Bett? Oder eure wie zum Tiger im Bett? Genau. Ah, lasst uns einkehren hier. Wenn ihr Münzen habt, seid ihr am richtigen Ort. Setzt euch doch. Natürlich. Der Herr? Willkommen im Bienenstich, mein Herr. Lasst mich wissen, ob ich euch eine unserer Getränkespezialitäten anbieten darf. Okay. Was gibt's? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Welche La Chance. Also Kenner hier also. Naja. Ich hab zu danken, aber ich bin weder durstig noch hungrig im Moment. Oder besser gesagt, das, was ich suche, bietet ihr hier leider nicht an. Ich hab zu danken. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Natürlich. Sagt mal, Degen. Wir haben ja ein bisschen Zeit zum Reden. Do you have any dreams? Ja, ich möchte der mächtigste Wiederherstellungsmagier werden, den es gibt. Aber neben dem möchte ich auch dieses Monster in mir kontrollieren, denn es bringt viel Macht mit sich. The most powerful, on what scale? Well, I can help with that at least. You won't get there without me. Bin mir nicht sicher, aber man kann nie genug von euch lernen, nicht wahr? And you will. I've got a lot of madness and spells crammed in my head that I need to share anyways. But it's only for one. Sehr schön. Alright. Nebra? Your marching orders? Moment, wird es wohl das Beste sein, wenn wir uns hier ein bisschen zur Ruhe setzen, nicht wahr? Not following you to bed. War ja auch nicht die Idee. Liegen? What exactly are we waiting for? Ja, irgendwas beizutragen. You know what I want? A pet. Schon wieder? Irgendwas anderes? Your friends said they would die for you in battle, but I wouldn't. I just win the battle, obviously. Interessant. Gut zu wissen. Ich habe hier noch was für euch. Ich glaube, ich habe noch ein paar Bolzen für euch. What have you found? Ich habe da den einen Bolzen, den ich euch noch geben kann. Gut. Anyway, little dragon. Kann man euch helfen? Das hört sich nicht gesund an. Naja. Wo ist Eola wieder mal abgeblieben? Das ist sie nicht. Das ist Degen. Das ist Nebra. Eola? Ach, ich hoffe, dass sie nicht wieder irgendwas getrieben hat, was... Willkommen im Bienenstich, mein Herr. Aber lasst mich wissen, ob ich euch eine unserer Getränkespezialitäten anbieten natürlich darf. Dann lasst uns hier erstmal rasten und bei Tagesanbruch überlegen, wo die Reise hingehen soll.